Die Schwarze Armee Ungarns gilt als eine der schlagkräftigsten Söldnertruppen des Spätmittelalters. Zu einer Zeit, als das Königreich Ungarn ständig von Norden, Süden und Westen bedroht wurde, fand der ungarische König Matthias Corvinus in der Schwarzen Armee genau das, was er brauchte: eine effektive, disziplinierte und loyale Streitmacht. In diesem Video sehen wir uns an, wie die gängige Forschung die Geschichte der Schwarzen Armee erzählt. Dieses Video wird von Bloodline Heroes of Lythus gesponsert, einem Mobile Game mit einzigartiger Spielmechanik und super Visuals. Hol dir das Spiel über den Link in der Beschreibung oder den QR-Code oben rechts und erhalte ein fantastisches Starter Pack im Wert von 20 Euro. Bloodline Heroes of Lythus ist ein Mobile RPG, in dem du Fantasy-Charaktere sammelst, um mit ihrer Hilfe dein Reich aufzubauen. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Blutlinie, jetzt gerade zum Beispiel die neunschwänzigen Vulpins, die aus einem mysteriösen östlichen Land stammen. Du kannst neue Charaktere heraufbeschwören, züchten oder fangen und über 1000 Fantasy-Hybriden erschaffen, indem du zwei Blutlinien verbindest. Mach dich in eine riesige und realistische Fantasy-Welt mit atemberaubender 3D-Grafik auf und sammle in saisonalen Spieler-gegen-Spieler-Gildenkriegen einzigartige Hybrid-Champions. Bau dir durch geschickte Strategie dein eigenes Königreich auf und tauche in die spannenden Storylines von Bloodline Heroes of Lythus ein. Hol dir das Spiel jetzt kostenlos über den Link in der Beschreibung oder den QR-Code und erhalte gratis ein Starter Pack mit einem Beschwörungskristall, 100.000 Gold und 100 Diamanten. Im 15. Jahrhundert stand das Königreich Ungarn vor einem Problem. Das expandierende Osmanische Reich, das seit dem 14. Jahrhundert auch Europa bedrohte, stand an seiner Grenze. Die Ungarn taten sich schwer im Kampf gegen diesen Giganten aus dem Osten und verloren die meisten Feldschlachten, wie zum Beispiel die Schlacht von Varna 1444, in der eine europäische Koalition versuchte, die osmanische Expansion auf dem Balkan zu stoppen, aber scheiterte. Auch vier Jahre später, 1448, als eine von Ungarn angeführte Streitmacht in der zweiten Schlacht von Kosovo die Niederlage von Varna rächen wollte, siegten die Osmanen. Glücklicherweise gab es ein anderes Hindernis, das diese davon abhielt, einfach nach Westen zu marschieren: die Mauern von Konstantinopel. Aber 1453 eroberte Sultan Mehmed II. Die Stadt und beendete damit nicht nur die Existenz des Oströmischen Reiches endgültig, sondern beseitigte auch die letzte Hürde auf dem Weg nach Europa. Nun wandte sich das Osmanische Reich der Republik Venedig und den Königreichen auf dem Balkan zu. Zu diesen Königreichen gehörte auch Ungarn, das nun zunehmend unter Druck geriet. Der folgende Krieg zwischen den Ungarn und den Osmanen zeichnete sich nicht durch große Schlachten und Belagerungen aus, obwohl es diese natürlich auch gab, sondern drehte sich laut Colin Imber, einem Experten für das Osmanische Reich, vor allem um den sogenannten Kleinen Krieg. Dieser Begriff bezeichnet kleinere militärische Operationen, die täglich in den umkämpften Grenzgebieten und im Umfeld von Belagerungen und Schlachten stattfanden. Weitere Infos dazu findet ihr im Video in der Infokarte. Im Fall der Osmanisch-Ungarischen Kriege bedeutete das konkret, dass die Osmanen überwiegend lokale, irreguläre Truppen einsetzten, um Städte und Dörfer zu überfallen, zu plündern und Sklaven zu machen. Diese Überfälle waren für die osmanischen Fürsten sehr lukrativ. Sie machten teilweise tausende Gefangene, die sie dann auf den Sklavenmärkten verkaufen konnten. Der technische Begriff Kleiner Krieg sollte also nicht missverstanden werden, denn zusammengenommen hatten diese kleinen Aktionen einen großen Effekt. Sie schwächten das ungarische Königreich, indem sie gewaltigen Schaden anrichteten und menschliche und finanzielle Ressourcen verschlangen. Der Historiker Tamás Palos Falfi schreibt: Als man sich in Ungarn der potenziellen Folgen dieses Problems bewusst wurde, wollten die verschiedenen aufeinanderfolgenden Regierungen mit Militärreformen verhindern, dass die menschlichen und finanziellen Ressourcen des Landes allmählich erodiert wurden. Im Laufe der Zeit ergriffen die Ungarn also eine Reihe von Maßnahmen, um der Bedrohung durch die Osmanen an der Südgrenze entgegenzuwirken. Sie schufen eine Zone von Pufferstaaten, richteten eine Festungslinie ein, verbesserten ihr Wehrpflichtsystem und legten mehr Gewicht auf die leichte Kavallerie. Im Rahmen dieser Reformen entstand auch die Schwarze Armee. Aber sie war nicht nur eine Reaktion auf die Bedrohung durch die Osmanen. Im Jahr 1458 bestieg Matthias Hunyadi den Thron Ungarns.
Hunyadi, besser bekannt als Matthias Corvinus, auf Deutsch Matthias der Rabe, musste sich nach seiner Wahl gleich mit mehreren Problemen auseinandersetzen. Im Süden bedrängten immer noch die Osmanen seine Grenzen und im Norden wurde Oberungarn von Banden hussitischer Söldner, zu einem Großteil Tschechen und Mährer, geplündert und gebrandschatzt. Sie waren die Überbleibsel der Armeen der Hussiten, die sich, inspiriert von den Ideen des Reformators Jan Hus, gegen die katholische Kirche und den Adel aufgelehnt hatten, was in der Mitte des 15. Jahrhunderts zu den sogenannten Hussitenkriegen geführt hatte. Auch zu den Hussiten haben wir schon ein Video gemacht, ihr findet es jetzt in der Infokarte. Das dritte Problem, dem sich Matthias stellen musste, war der Widerstand einiger wichtiger Adliger, die lieber den Habsburger Friedrich III. Als ungarischen König gesehen hätten. Friedrich erhob nicht nur auch Anspruch auf den Königstitel, sondern war sogar im Besitz der physischen Krone Ungarns, der Stephanskrone, weil Elisabeth von Luxemburg, die Mutter von Ladislaus Posthumus, sie ihm zugespielt hatte. Solange Matthias nicht im Besitz der Krone war, konnte er sich nicht wirklich sicher sein, dass er als rechtmäßiger König von Ungarn angesehen wurde. Und Friedrich III. War natürlich nicht bereit, sie ihm einfach so zu geben. Schließlich war sie für ihn ein wertvolles Druckmittel. Matthias hatte also nach seiner Wahl zum König drei Hauptziele. Er wollte sich die Krone sichern, damit er ordnungsgemäß gekrönt werden konnte, den Plünderungen in Oberungarn ein Ende setzen und die Osmanen im Süden zurückschlagen. Um diese Ziele zu erreichen, brauchte er eine Streitmacht, die zuverlässiger und stärker war als die reguläre Armee Ungarns. Und hier kommt die Schwarze Armee ins Spiel. Zu dieser Zeit baute Ungarn auf ein System zur Organisation von Rittern und Waffenknechten für den Militärdienst auf, das Banderium genannt wurde. Dieses System basierte darauf, dass Adlige entsprechend ihrem Besitz Reiter auf eigene Kosten rekrutierten und ausrüsteten. Zusätzlich dazu mussten sie jeweils für 20 Bauernhöfe, die auf ihrem Land standen, einen Bogenschützen stellen, der vermutlich ebenfalls beritten war. Diese Bogenschützen bildeten in Krisenzeiten eine zusätzliche Kampftruppe, die sogenannte Militia Portalis. An diesem System wurden zwar im Laufe der Zeit einige Änderungen vorgenommen, aber es blieb auch während der Herrschaft von Matthias in Gebrauch. Der neue König brauchte aber neben diesen traditionellen Truppen eine professionelle Einheit, auf die er sich blind verlassen konnte. Was er brauchte, waren Männer wie die Veteranen der Hussitenkriege, die sich gerade im Norden Ungarns herumtrieben. Nur kämpften diese leider nicht für ihn, sondern gegen ihn, weil einer der wichtigsten ihrer Anführer, Jan Csikra, auf der Seite Friedrichs III. Stand. Während Matthias mit Friedrich verhandelte, eroberten und unterwarfen die Osmanen nach und nach Territorien im Süden, wodurch der Druck auf Ungarn immer größer wurde. Matthias musste die laufenden Friedensverhandlungen umgehend zu Ende bringen und sah sich deshalb gezwungen, Friedrich und Csikra eine gewaltige Ablösesumme zu zahlen. Das belastete zwar die Staatskasse erheblich, löste aber zwei von Matthias' Problemen auf einen Schlag, denn er erhielt im Tausch die Krone und Csikras Söldner stellten sich in seine Dienste, wodurch auch die Plünderungen in Oberungarn aufhörten. Diese Männer waren vermutlich die ersten Rekruten in Matthias' neuer Söldnerarmee, die später als die Schwarze Armee bekannt werden sollte. Die Schwarze Armee wurde nicht einfach gegründet, sondern wuchs und entwickelte sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Laut Tamás Balázs Falvi wurde sie erst in den 1470er Jahren zu einer dauerhaften Einrichtung, deren Truppenzahl aber immer noch dem jeweiligen Feldzug angepasst war. Der Name Schwarze Armee kam erst auf, als es die Einheit schon gar nicht mehr gab, und es ist unklar, woher er kommt. Eine Theorie ist, dass er von einem berühmten Hauptmann abgeleitet ist, der John der Schwarze Haugwitz genannt wurde. Ein anderer Ansatz geht davon aus, dass die Söldner so genannt wurden, weil sie schwarze Rüstungen trugen, was aber unwahrscheinlich ist, weil Matthias in einem Brief an den Bischof von Eger selbst schreibt, dass die Schwarze Armee weder bezüglich ihrer Ausrüstung noch ihrer Zusammensetzung eine einheitliche Truppe war. Dieser Brief beantwortet zwar auch nicht die Frage danach, woher der Name kommt, aber er liefert dafür sonst viele Informationen über die Schwarze Armee. Matthias Corvinus erklärt darin nämlich, dass die Armee aus schwerer und leichter Kavallerie, Schützen und Infanterie bestand.
Sie war alles andere als einheitlich, weil jedermann seine eigene Rüstung und seine eigenen Waffen mitbringen musste. Dazu kam, dass die Soldaten auch aus verschiedenen Regionen und Ethnien stammten. Am Anfang waren sie meist Tschechen, Mähren, Polen und Deutsche, aber dann kamen immer mehr auch Ungarn dazu. Die Infanterie war in gewöhnliche und gepanzerte Infanterie unterteilt. Die gepanzerte Abteilung wurde als Armati bezeichnet, was lateinisch ist und so viel wie die Bewaffneten oder die Gepanzerten bedeutet. Sowohl die gewöhnliche Infanterie als auch die Armati benutzten verschiedene Waffen wie Speere, Piken und Hellebarden. Die Armati wurden von den Klipeati, den Schildträgern, unterstützt, die große, eckige Schilde, sogenannte Pavesen, trugen. Matthias schreibt, dass die Infanterie im Kampf einen Kreis bildete, der das Aussehen einer Festung hatte, von der aus die Infanterie fast wie von einer Mauer oder einem Wall kämpft. Diese Formation erlaubte es den Männern mit kürzeren Waffen und den Schützen vorzustoßen, um anzugreifen und sich aber, wenn nötig, auch wieder in den Kreis zurückzuziehen. All das erinnert stark an die hussitische Wagenburg und den eidgenössischen Gewalthaufen. Die Schwarze Armee setzte bei der Verteidigung aber viel weniger auf Wagen als die Hussiten und auch als die traditionellen ungarischen Armeen. Ihre Kreisformation war aber offenbar eine Kombination aus der hussitischen Wagenburg und westeuropäischen Gevierthaufen. Diese Kreisformation hatte nicht nur den Vorteil, dass frühe Schießpulverwaffen optimal integriert werden konnten, sondern auch, dass die Einheiten sich in einer defensiven Formation als eine zusammenhängende Einheit bewegen konnten. Was den Krieg gegen die Osmanen im Süden des Landes angeht, war die wichtigste Entwicklung während der Herrschaft von Matthias der vermehrte Einsatz und die wachsende Bedeutung von leichten Kavallerieeinheiten. Diese wurden als Husaren bekannt. Sie waren von der leichten Kavallerie, die schon früher auf dem Balkan eingesetzt worden war, und der osmanischen leichten Kavallerie inspiriert und meist mit Bögen, Armbrüsten, Lanzen, Schilden und Säbeln bewaffnet. Die Ursprünge dieser Art von Kavallerie liegen möglicherweise in Serbien, was aber umstritten ist. Auf jeden Fall setzten die Ungarn diese leichte Kavallerie vermehrt im Kampf gegen die Osmanen ein, vor allem für die andauernden beidseitigen Überfälle, aber nicht nur. Denn auch einige der bekannteren Schlachten, wie etwa die auf dem Brodfeld, wurden fast ausschließlich von Kavallerie bestritten. In einem anderen Brief schätzt Matthias die Größe der Schwarzen Armee auf etwa 20.000 Reiter und 8.000 Infanteristen. Das scheint auf den ersten Blick erstaunlich, weil die Schwarze Armee oft für eine Infanterietruppe gehalten wird. Diese Ansicht ist aber laut Tamás Palos Falvi definitiv überholt. Natürlich gab es wichtige Infanteriekontingente, aber diese wurden hauptsächlich an der Nord- und Westfront und zur Besatzung der zahlreichen Festungen entlang der Südfront eingesetzt. Die Infanterie war auch für die zahlreichen Belagerungen wichtig, die es gab, kämpfte aber eher selten in offenen Feldschlachten. Zwei ihrer berühmtesten Einsätze an der Südfront waren die Belagerungen von Jajce 1463 und Sabac 1475. Viel aktiver wurde die Infanterie an der Nord- und Westfront eingesetzt, wo der Konflikt mit Friedrich III. Erneut ausgebrochen war und ein Zermürbungskrieg aus Belagerungen und kleineren Angriffen auf Befestigungen tobte. Palos Falvi erklärt diese Aufteilung der Truppengattungen so: Dass an der osmanischen Front so wenig Infanterie eingesetzt wurde, lag daran, dass der König, also Matthias, von Beginn seiner Herrschaft an eine offene Auseinandersetzung mit dem osmanischen Hauptheer vermeiden wollte und die osmanischen Truppen dort ebenfalls überwiegend aus leichter Kavallerie bestanden. Weil Matthias wusste, dass er es nicht allein mit den Osmanen aufnehmen konnte und er nur wenig Unterstützung vom Rest Europas erhielt, konzentrierte er sich darauf, seine Feinde im Norden und Westen abzuwehren, was ihm schließlich auch gelang. Schlussendlich ging die Schwarze Armee nämlich sogar in die Offensive und belagerte im Jahr 1485 Wien. 17 Belagerungsgeschütze, 2 Belagerungstürme und ein erfolgreicher Sturmangriff zwangen die Stadt zur Kapitulation. Anders als den Osmanen ein paar Jahrzehnte später gelang es der Schwarzen Armee also tatsächlich, Wien zu erobern. Matthias residierte dort bis zu seinem Tod. Seine Strategie, einen größeren Konflikt mit den Osmanen zu vermeiden, zahlte sich aus, als Mehmed II. 1481 starb,
denn sein Nachfolger Bajazid II. War weit weniger an einem Krieg gegen die Ungarn interessiert. Aber obwohl die Beziehung zum Osmanischen Reich daraufhin einigermaßen friedlich war, hörten die osmanischen Grenzfürsten nie ganz auf, ungarische Gebiete zu überfallen, sodass Matthias seine Südfront ständig bewachen musste. Das bedeutete, dass die Ungarn neben der Schwarzen Armee im Norden auch eine Armee finanzieren mussten, die die Südfront verteidigte und deshalb zusammen mit den Banderium-Truppen über 3 Armeen verfügte, die teilweise jahrelang parallel im Dauereinsatz waren. Das war so teuer, dass das Königreich die Kosten auf Dauer nicht tragen konnte. Tamás Palos Falvi fasst treffend zusammen: Aus der Tatsache, dass die reichste Monarchie Europas, Frankreich, erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die ersten Schritte zum Aufbau eines stehenden Heeres machte und auch die wohlhabende Republik Venedig aus finanziellen Gründen lange Zeit darauf verzichtete, eine große Zahl stehender Truppen zu unterhalten, wird deutlich, dass die militärischen Ambitionen von Matthias bahnbrechend waren. Aber die immensen Kosten der 3 ungarischen Armeen und ganz besonders der Schwarzen Armee waren auch ein wesentlicher Grund für den Niedergang Ungarns nach der Herrschaftszeit von Matthias. Die finanzielle Belastung war schlichtweg nicht tragbar, weshalb Ungarn die Schwarze Armee kurz nach dem Tod ihres Schöpfers Matthias Corvinus im Jahr 1490 abschaffte. Thank you.